ist Christoph Kohmann. Ich bin hier am Semmering Baulos 2.1 der Maschinentechniker. Bin zuständig für die Beschaffung, Instandhaltung, Wartung und Betrieb der Maschinen, gemeinsam mit meinem Maschineningenieur und meinem Maschinenmeister. Wir sind hier am Mittellos des Semmering Basistunnels. Unser Baulos besteht aus der Herstellung von zwei 400 Meter tiefen Schächten, dem Ausbruch der Nothaltestelle, die später dann für Rettungszwecke im Tunnel bestehen bleibt, und dann im Vortrieb von 2x4 Kilometer Sprengvortrieb Richtung Mürzzuschlag und 2x8 Kilometer Vortrieb mit Tunnelvortriebsmaschinen Richtung Klopnitz. Mit dem Bau des Semmering Basistunnels wird die baltisch-adriatische Achse modernisiert und ausgebaut. Als eines der ersten Teile der untertägigen Installation ist die Mezzobrechanlage installiert worden, die jedoch aufgrund des Transportes durch den Schacht teilbar sein musste. Mezzo hat uns dahingehend überzeugt, dass sie sich wirklich um das Thema der Zerteilbarkeit angenommen haben, ein Konzept vorgelegt haben, wo wir am ersten Blick gesehen haben, dass das funktioniert. Mezzo hatte bei diesem Projekt die Aufgabe, die Anlage nach Anlieferung wieder zu demontieren, im Schacht 400 Meter abzuläufen, unter Tage wieder zu montieren und in Betrieb zu nehmen. Dies alles konnte in nur 3 Arbeitstagen erledigt werden. Läuft jetzt seit circa Mitte Mai problemlos, zuverlässig und bringt die Leistung, die wir brauchen.